Wer war denn schon mal in China von euch? Wie viele? Gott sei Dank, kann ich euch ja alles erzählen. Ja, ich sag mal, liebe Landsleute, ihr wisst, dass ich hier geboren bin. Aber trotzdem habe ich einen Hang zum Osten, das habt ihr ja schon selber gemerkt. Und seit vielen Jahren, eigentlich seit meiner Jugend, habe ich mich schon für China und fürs asiatische Thema interessiert. Und so kam es, dass ich eine Einladung bekommen habe im letzten Jahr aus meinem beruflichen Umfeld, zwei Vorträge an der Tongji-Universität in Shanghai zu halten. Wurde angefragt, ob ich bereit bin, und habe ich natürlich zugesagt. Und hier seht ihr das Plakat, das auf Grundlage meiner Bilder dann in der Universität an verschiedenen Plätzen in so einer Größe dann plakatiert wurde. Ich habe zwei Vorträge gemacht, einmal über Chinoiserie, das ist die linke Seite. Wer weiß nicht, was das ist? Chinoiserie ist diese China-Mode, die in der Renaissance und dann noch viel mehr in Barock und Rokoko in allen europäischen Schlössern Einzug gehalten hat. Die haben ja dann Pagoden gebaut, die haben überall Porzellankabinette gemacht, die haben dann auch in München einen chinesischen Turm gebaut. Das war also eine richtige exotische Bewegung, ein Exotismus, sagt man. Und ich habe auch seit vielen, vielen Jahren, habe ich mich um dieses Thema schon gekümmert und habe da eigentlich ziemlich schöne Bilder mit Fotografiererlaubnis in staatlichen Schlössern bis nach Schweden zusammengestellt und konnte da auch einen spannenden Vortrag anbieten. Und das hat nun mein einladender Freund und Professor gewusst und deswegen hat er gesagt, Mensch, halt doch auch diesen Vortrag. Und der zweite Vortrag, der war über, ihr könnt es hier lesen, Building Rehabilitation for Private or Public Purpose, also Gebäuderenovierung für private und öffentliche Zwecke. Und da habe ich dann so aus meiner täglichen Praxis berichtet. Ich habe ja etwa 450 Baudenkmäler in ganz Deutschland auch abgerechnet, kostensicher. Und das ist meine eigentliche Expertise in meinem Beruf als Architekt. Ja, das waren die beiden Auslöser, diese Vorträge, dass ich dann im Frühjahr, im März, über Ostern bis Anfang April 10 Tage in Shanghai sein durfte. Und ich habe daraus euch einen kleinen Auszug gemacht aus vielen Hunderten bis Tausenden von Bildern. Ich habe versucht, ein bisschen thematisch zu gliedern, der Alltag und ein bisschen die Kultur. Aber ihr müsst nicht damit rechnen, dass ich euch jetzt durchs Nationalmuseum führe und wir die ganzen wunderschönen Dinge dann nacheinander angucken. Ich versuche es möglichst lebendig zu machen. Das ist mein Freund, der Yongqi Cai, Professor, Doktor. Der hat in Coburg studiert. Da habe ich ihn kennengelernt. Wir haben uns sofort auf Anhieb top verstanden. Er ist auch ein Zeichner. Also ich zeichne ja auch in meinem Freizeit und also mache Skizzen, und auf der Ebene haben wir uns eigentlich kennengelernt und sind seit knapp 30 Jahren gute Freunde. Und er war dann, ich glaube, 14 Jahre in Deutschland, hat auch in Dortmund an der Uni seine Doktorarbeit über Plätze in Dortmund geschrieben und ist dann auch noch in Architekturbüros, im berühmten rein in Deutschland, und ist zurück nach China und hat dort eine phänomenale Karriere gemacht, ist dort ein berühmter Architekt, hat fantastische Wettbewerbsgewinne gemacht, alles im Neubau natürlich, und ist inzwischen Chef von der Architekturfakultät, und als solcher konnte er mich einladen. Hier kündigt er gerade meinen Vortrag an und hier starte ich dann, und da sehen wir dann diesen chinesischen Turm im Englischen Garten in München. So viel mal nur zur Einleitung, damit ihr wisst, ja, wie kommt der überhaupt nach China. Das ist also der Hintergrund. Ja, und hier sehen wir dann von links den Professor Patrick Zhang Peng, so heißt er. Das ist der Denkmalpflegeprofessor, und die haben erst seit kurzem ein Denkmalpflegestudium eingeführt an dieser Tongji-Universität. Tongji, das ist die älteste Universität in Shanghai und heißt auf Chinesisch Deutsch.
Das war nämlich eine deutsche Gründung, die Ärzte gemacht haben. Es war eine medizinische Universität und aus der hat sich dann diese riesige naturwissenschaftlich, technisch und auch geisteswissenschaftlich orientierte Tongji-Universität entwickelt. Es gibt natürlich mehrere Universitäten in Shanghai. Neben dem Patrick ist der Yongqi, dann meine Wenigkeit, dann die Professorin, ich glaube Liu, dann meine liebe Frau, die mich ja als ja, Botschafterin begleitet hat. Und dann noch eine Professorin, diese beiden Damen, das sind Spezialisten in Kunstgeschichte und die kamen extra wegen diesen Genoiserie-Themen in meinen Vortrag. So viel zu diesem und jetzt fangen wir an mit der Reise. Der Osten ist rot, hier geht schon über dem chinesischen Festland die Sonne auf. Wir sind geflogen Nürnberg, Zürich, Zürich, Shanghai. Ungefähr 13 Stunden und sind da früh gegen 8 Uhr gelandet. Man muss diese 7 Stunden Zeitunterschied berücksichtigen. Also es war, hier schauen wir mal so auf die Umgebung von Shanghai beim Anflug. Es ist ein sehr feuchtes, fruchtbares Gebiet, durchzogen mit Wasserkanälen, mit Teichen, also unheimlich viel fruchtbares Land. Und das ist die Stärke dieser ganzen Region. Unheimlich bäuerlich, bis eben auf diese zentralen Städte, die es da gibt, wo dann sehr viel Handel und Wandel los ist. Natürlich sieht man das Kreuz. Hier ist dann der Flughafen, ein unglaublich, das sind ja also vielleicht kilometerlange Gebäude, unglaublich riesige Gebäude. So, und dann werden wir abgeholt und über diese tolle moderne Brücke fahren wir dann Richtung Innenstadt. Der Flugplatz, der ist etwas südöstlich vom Zentrum. Ja, und dann geht es als erstes in ein Restaurant. Da war es dann schon so gegen 10, 11. So sitzt der Chinese im Restaurant. Die Masse, sagen wir mal so, ist also ein bisschen von der Stilistik, entdeckt man nicht sofort, dass das China ist, nur von dem Personal. Die lieben den Biedermeier, sage ich mal, und den Rokoko. Und das werden wir noch an verschiedenen Stellen sehen. Da gibt es dann so eine Art von offenes Buffet, da hängen die verschiedenen Trümmer und von da aus wird bedient. Wir gehen dann aber in ein Separé. Das ist sehr üblich, dass man also einen Massenbankettsaal hat. Und die Gesellschaften, Geburtstage und so weiter, die mieten sich ein Separé. Hier sind hübsche junge Damen. Auf der linken Seite sehen wir meine Tochter Mechthild. Und wir hatten dann für jeden Tag eine Studentin abgeordnet oder ein Professor, der mit uns gegangen ist. Und so haben wir die Möglichkeit gehabt, unheimlich viel zu sehen, wurden ständig geführt, haben keine Sprachprobleme gehabt. Die Mädchen haben teils Deutsch, teils Englisch gesprochen. Also das war perfekt organisiert von meinem Freund und also eigentlich von Patrick. Und insofern haben wir unendlich viel sehen können und erleben. Und ich kann hier wirklich nur einen kleinen Ausschnitt geben. Hier könnt ihr mal sehen, wie so ein Separé aussieht bei denen. Es ist also unheimlich chinesisch, gell? Es ist, man denkt, es ist so Louis XVI oder Louis XIV. Es ist also die lieben Plüsch und Dekoration. Es ist nicht zu fassen. Also ich war geplättet, das hätte ich ja nie so erwartet. Ja, wenn man, und da sitzen die dann fröhlich. Wir haben auch so, dieses ist unser Separé. Hier sehen wir dann die Familie, die Bedienung und der Professor. Ja, und dann fotografiert man sich. Der Tisch, üblicherweise gibt es eine runde Drehscheibe und der Chef, der bezahlt, der bestellt dann, spricht ab, was man gerne hat. Und dann gibt es so vielleicht 5 oder 10 oder 20 verschiedene Speisen und man nimmt sich was und mit den Stäbchen, ist also unheimlich lustig und gesellschaftsfördernd. Manchmal kennt man es ja so ähnlich in den chinesischen Restaurants, wobei bei uns ist ja weniger Essen von der Drehscheibe üblich, sondern dass jeder sein Gericht süß-sauer halt bekommt. Ja, hier sehen wir dann die Yue, die hat uns dann begleitet am nächsten Tag. Wir sind am Samstag angekommen und am Sonntag ging es dann los. Und jetzt sprechen wir gleich ein bisschen über das Essen, das ist das Wichtigste selbstverständlich, weil man muss ja überleben im fremden Land. Hier sind wir schon in einem anderen Ort. Super schmeckt das, ja. Es ist eine Nudelsuppe und zu dieser Nudelsuppe als Grundlage, da kann man jetzt verschiedene Beilagen wählen und jeder hat sich was gewählt. Also wir sprechen ein bisschen über das Essen.
Gott sei Dank, aus Sicht der Kinder, haben wir dann auch gleich gegenüber von unserem Hotel eine Art von, ja, so ein Bistro gefunden, wo man, hier sieht man zwar meinen Teller mit irgendwas süß-sauer und scharf da drauf, aber die Kinder konnten da Pizza und Toast und Nudeln, Carbonara, also das war einfach ein bisschen international und da sind wir dann jeden Abend zur Erholung, dann haben wir uns dann da zurückgezogen, nur im Familienkreis und haben den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und eins muss man auch sagen, die haben ein super gutes Bier dort, natürlich nach deutscher Brauweise und von Deutschen gegründet, Tsingtao, und das ist erstklassig. Das, ich sage, im Ausland habe ich noch nie so ein gutes Bier gekriegt wie in China. Es war einfach sehr gut. Ja, so geht es dann zum Beispiel in einem so eine Markthalle zu. Der grüne Sack, das sind lebende Frösche und Muscheln und das Weiße, was man da sieht, ich glaube, das sind Quallen. Und die werden gegessen und schmeckt noch nicht mal schlecht. Also es ist unglaublich, was man da alles, man sagt, alles, was sich bewegt, wird in China gegessen. Und also wir können nur sagen, das ist Tatsache. Oder sowas, ja. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Wir waren oft schockiert, wenn wir so geguckt haben, was da alles angeboten wird. Aber zum Schluss wurde es in irgendwelchen Soßen und Suppen dann präsentiert. Und was ist das Blaue? Das sind Geflügel. Frag mich, warum das so blau ist. Vielleicht in Schnaps getunkt, keine Ahnung, ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn man dann so einkaufen geht oder einfach nur mal guckt, was die da alles haben. Das ist also wirklich fantastisch. Ja, auf der Straße gibt es natürlich, das kennt man so auch aus Filmen, da gibt es also ständig Straßenküchen und die haben verschiedenes Gebrutzeltes, Gebratenes, Gekochtes. Das sind hier verschiedene Fleische am Spieß, aber auch Fischfilets am Spieß, das ist jetzt in einem anderen Ort. Fantastisch. Man hat den Bedarf gefunden.
Schweinehaut. Wo ist das? Hello，欢迎光临来到邵家楼小百货店。本店商品有小五金、小百货、玩具、饰品、玩等实用物品。全场两元韭菜酒，stehen die einfach hier am Straßenrand und verkaufen ihre Gemüse. Es ist ja überall sehr bäuerlich dann. Das ist jetzt außerhalb von Shanghai. Und ich meine, ihr kennt es auch, wir kennen es auch. Wenn die Bauern dann ihre Sachen reif haben, dann stellen sie sich irgendwo hin und dann wird einfach mittendrin stehen geblieben und gekauft, egal was die Ampel sagt. Das ist sehr freizügig. Also man hat gedacht, es gibt überhaupt keine Polizei jedenfalls. Es ist nicht zu fassen, wie es da los ist. Das sind so eingewickelte Reis und wer weiß, was sie da alles haben, das tun sie in Blättern einwickeln und so wird es verkauft. Hier sieht man das, wie die das machen, das ist so eine Mischung aus Fleisch und Reis und das wickelt er jetzt hier so ein. Was eine super Spezialität zum Beispiel von Zhujiang, das sind hier Schweinshaxen und die kann man im Paket dann, steht hinten drin, sind lauter Kartons mit Schweinshaxen. Die kann man so mitnehmen dann, ja, kann man kaufen. Na, das ist frisch gegrillt und damit irgendwas überzogen. Also da waren wir auch platt. Das war die Spezialität von diesem kleinen Vorort Zhujiang. Hat auch 100.000, glaube ich. Ja, so viel mal zum Thema Essen. Jetzt kommen wir zur Folklore. Das ist das Nationalmuseum. Ein fantastisch riesenhaftes Bauwerk. Der Kreis obendrauf ist Himmel, das Quadrat unten drunter ist Erde. Die Löwen, ja, die sorgen, glaube ich, für Glück. Ja, und da sind wir innen drin. Haben wir schon einen halben Tag hinter uns. Ab und zu muss man sich auch setzen. Und hier das Thema 60 Nationen. China ist also nicht ein einheitliches Land voller Chinesen, sondern die haben 60 Völkerschaften. Wir sehen die Grünen da oben zum Beispiel. Das sind, glaube ich, Uiguren und dann die Olivgrünen sind Mongolen und die Orangen, interessant, das sind Tibeter. Geht also weit über den Bereich von Tibet hinaus. Und dann ansonsten Russen und Turkvölker und Asiaten aller Sortierung. Die haben dann auch so 60, 70 Sprachen. Und der Witz ist, die sprechen alle ihre Sprache, keiner versteht irgendeinen, aber die Schrift ist für alle gleich. Das heißt, ich habe meinen Freund mal gefragt, wie schreibst du am Handy mit Chinesisch? Dann hat er mir gezeigt, wie er Shanghai schreibt. Dann schreibt er Englisch Shang, dann bietet ihm das Handy 50 verschiedene Schriftzeichen an, die alle Shang heißen. Aber das eine Shang heißt Wiese, das zweite Shang heißt Wald, das dritte Shang heißt Vorname, also unglaublich, heißen alle Shang. Und da muss er das Richtige anhand des Buchstabens aussuchen und der Computer merkt sich das, dass er das schon mal gewählt hat. Und wenn er dann also mehrmals Shanghai schreibt, dann tut er immer das Richtige nach vorne schieben. Und so müssen die schreiben, alle, auch am Computer. Die haben also nicht die haben Computer mit Englisch und der Computer muss übersetzen auf Schriftzeichen. Das ist fantastisch. Und mein Freund sagt, also der Yongchi, das ist das größte Entwicklungshindernis, was die Chinesen haben. Und die Japaner haben nach dem 45er Krieg, haben die
die haben dasselbe Schriftsystem gehabt, aber das haben die modernisiert auf 24 Buchstaben, mit chinesischen Lettern zwar, aber die haben das alphabetisiert. Und das ist der Vorteil des Entwicklungsschubs der Japaner. So viel mal dazu. So, jetzt sind wir mal innen drin, in der Trachtenstube. Nur mal ein kleiner Einblick, also ein riesenhaftes Museum mit Hunderten von Abteilungen, nur mal ein kleiner Einblick. Die haben also versucht, dann ihre ganzen Völkerschaften dann auch zu repräsentieren in diesen Trachtenstuben. Das waren ja dann vielleicht 5 oder 6 Stück. Und also die wunderlichsten Kleidungen mit Pelzen und Textilien und allem möglichen geflochtenen, sehr bunt, aber manchmal auch nur so Erdfarben, also ganz unterschiedlich. Festtagstrachten, Alltagstrachten, so wie ihr es ja auch kennt. Oh!
gegangen. Das ist der Weg von diesem Restaurant zur Universität. Und sowas kennen die, die aus Rumänien kommen, wie seid ihr alle, nehme ich an. Wisst ihr ja, wie das so war, wenn aufplakatiert wurde zum 1. Mai oder zum Tag der Partei oder so. Fragt mich, was das alles war, ich weiß es ja gar nicht. Das ist also ein besonders bemerkenswerter, lieber Soldat gewesen, der sehr vorbildlich sich verhalten hat. Und da gab es so eine Festivität, wo an diesen jungen Soldaten erinnert wurde und alle sollen sich danach richten. Es wird also versucht, sehr viel über Vorbild zu machen. Auch in der U-Bahn bekommt man so Bildlogos, dass man nicht spucken soll, dass man nicht rempeln soll und so. Es wird versucht, mit bisschen Humor und so, also ans Gewissen zu appellieren. Ja, dann sind wir auf dem Universitätsvorplatz vor dem Mao. Der Mao hebt die Hand. Parole, Parole. Ich meine, das ist wahrscheinlich, ihr kommt alle aus dem Kommunismus überwiegend, sage ich mal, da wisst ihr, was da steht. Ich weiß es nicht. Bei uns steht ja höchstens drauf Fanta oder McDonald's. Ne? Aber ja, hier, das ist die Universitätsgelände, der Campus. Sie haben unwahrscheinlich viele Platanen. Das kommt auch durch den französischen Einfluss von früher. Man hat manchmal das Gefühl, man wäre direkt in Frankreich. Es ist auch das Klima, es war ja so Ostern, war etwa 3 Wochen vor unserem von der Wärme her und ist schon sehr heiß geworden an manchen Tagen, konnte aber noch ein bisschen kühl werden auch in der Nacht. Die Chinesen lieben die Natur. Wenn sie bauen, merkt man fast nichts davon. Da bauen sie ihre Betonbunker hin, das ist die Universitätsbibliothek und hat schon schwerste Betonschäden, die zeige ich, weil das ist mein Interessensfeld. Also es bröckelt ihnen schon die ganze Moderne auseinander, die sie haben, an allen Ecken und Enden, so wie bei uns auch. Ne? Betonschäden über Betonschäden, bei uns wollen die Brücken einfallen, bei denen auch. Ja, und dann gibt es in der Universität eine Straße und da war ausgerechnet Mandelblüte, Magnolienblüte und Kirschblüte. Und da sind die aus ganz Shanghai angerannt gekommen und heute das erste Mal im Leben, wir sehen es auf dem rechten Bild, ein Handystick gesehen, live. Ich wusste nur, dass es das Wort gibt. Und in China rennen die alle mit Handystick rum und machen Selfies vor den Blüten. Es war also unglaublicher Auftrieb da. Man sieht es, die ganze Straße ist so frisch im Blühen, im Frühlingsblühen. Und zu Hunderten und Tausenden rennen die und machen ihre Selfies. War sehr witzig. Das ist jetzt Shanghai. Wir sehen, es ist dieser Huangpu River. Der zieht sich durch die Kernzone von Shanghai und ist eigentlich so eine Art von Nebenarm vom Gelben Fluss. Und wir sehen dann in diesem braunen Fleck, das ist Pudong, diese Sonderwirtschaftszone, wo ein Hochhaus das andere jagt und jeder will der Größte sein. Und genau gegenüber
direkt gegenüber dieser braunen Zone in der Kurve, das ist der sogenannte Band. Se Band schreibt sich Se Bund. Das kommt von einem iranischen Wort und bedeutet so viel wie Damm. Da gab es also Dammaufschüttungen und die Engländer haben diese Zone, wo ein bisschen vom Fluss geschützt war und wo sich die Kolonien angesiedelt haben. Die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, alle haben sich da angesiedelt. Und das ist das Zentrum des Wirtschaftslebens dort. Se Band, das ist praktisch die Altstadt, kann man mal sagen. Und ist also, wir sehen dann auch noch Bilder davon. Das ist also gegenüber, direkt von diesem Wirtschaftszentrum. Dann sehen wir mal 10 oder 12 U-Bahn-Linien. Die haben vor 20 Jahren oder was mit einer U-Bahn-Linie angefangen, haben die Deutschen gebaut und jetzt haben sie das weltgrößte U-Bahn-Netz. Das ist nicht zu fassen, und wie die funktioniert hat, und immer pünktlich, auch alle Eisenbahnen, wir sind Eisenbahn gefahren, immer auf die Minute pünktlich. Ja, das kann man sich mal als Vorbild nehmen. Hier stehen wir in einer U-Bahn-Station von der Tongji-Universität. Und so könnt ihr euch alle U-Bahn-Stationen vorstellen. Man kann vom Boden essen, überall. Es ist nicht zu fassen, wie sauber das ganze chinesische öffentliche Umfeld ist. Es war auch in den anderen Städten so. Hier wird geputzt und gereinigt und gewischelt und gewaschelt ohne Ende. Es ist also sehr wie klinisch rein. Wenn man in die U-Bahn reingeht, wird man durch so eine Taschenkontrolle geführt, wie beim Flugzeug. Muss man die Tasche durchscannen lassen, ansonsten, es geht ganz schnell trotzdem. Stehen immer zwei Leute, wird alles aufgepasst, kontrolliert. Man fühlt sich absolut sicher. Und die U-Bahn, hier sieht man jetzt nicht viel Bevölkerung, wir waren aber auch in der Rush-Hour. Da kann man in den Reiseführern lesen, die drängeln und bockeln und so. Das ist kein Wort wahr. Die schauen sehr auf Distanz, die wollen nicht drängen und schieben und in Körperkontakt kommen. Also selbst wenn es eng wurde, hat man kein Beklemmungsgefühl. Die U-Bahnen, die Eisenbahnen sind alle voll klimatisiert, man kommt nichts ins Schwitzen. Es ist sehr angenehm. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen durch die Stadt. Das Interessante an Shanghai ist ein Hochhaus neben Altstadtviertel. Das ist faszinierend, weil man die Entwicklung natürlich sieht. Mein Freund, der Denkmalpflegeprofessor, der sieht es auch mit einem weinenden Auge, der Neubauarchitekt mit einem lachenden. Also hier tut sich unheimlich viel, es ist viel Geld aus der ganzen Welt, sammelt sich da an und will bauen. Und sie kämpfen um die Erhaltung ihrer historischen Bereiche. Ihr seht, es sind hier zweigeschossige Häuser aus den 1920er, 30er, 50er Jahren. Und hinten geht die Pracht dann los mit 80 oder 20, 50, 100 Geschossen, je nachdem. Ein wahnsinniges Hin und Her. Ja, so wohnen die Chinesen. Sie haben alle, haben eigentlich keine Heizung, sondern überall schaut eine Klimamaschine raus. Und ihr seht, bis ins oberste Geschoss wird die Wäsche getrocknet. Also sind da ganz praktisch. Man sieht zum Beispiel auf dem rechten Bild sieht man diese U-förmigen Stangen und da wird dann die Wäsche entlang gefädelt und auf der linken Seite sieht man es dann schon hängen. Ist also sehr malerisch, mal so auf eine gewisse Art. Mitten in Shanghai wird gebaut, überall, und die Gerüste sind aus Bambus. Super Konstruktionen, hat uns natürlich gut gefallen. Ja, nochmal diese Wäschekonstruktionen. Bitte? Naja, man sieht, was der Nachbar trägt. Ne? Also aus Sicht der Modebranche ideal, ne? Weil eine neue Mode sich schnell durchsetzt. Ja, wir sind jetzt so in diesem Altstadtviertel, in der Region vom Bund, sage ich immer, aber es muss eigentlich Band ausgesprochen werden. Es sind fantastische Gebäude. Rechts irgend so ein Sheraton. Jetzt sind wir an der Bank of China. Das ist jetzt direkt an der Flussstraße gegenüber von Pudong. Hier sehen wir den sogenannten Gutzlaff Tower. Das ist ein Signalturm für die Schifffahrt dort gewesen. So eigentlich ein bisschen im Jugendstil. Das ist jetzt die Straße. Rechts sehen wir da zurück zur Bank of China. Das ist diese Promenade, wo links Se Band ist.
diese ganzen historischen Gebäude, Botschaften vom Deutschen Reich und englische Ambassade und so weiter. Und rechts davon kommt der Fluss und das moderne Shanghai. Und so läuft man dann erhöht noch auf einer Terrasse. Natürlich unheimlich Trubel da. Ja, dann haben wir uns in dieses Neubauviertel begeben, Pudong, und sind dann in das linke Gebäude, diesen hohen Turm, innen rein, mit Aufzug zig Geschosse hoch. Und so schaut man dann ganz oben dann wieder runter, ist ein Hotel da drin. Das rechte ist also ein Blick durch alle Geschosse durch bis auf die Hotel-Foyer-Ebene. Da ist einem also ganz schwindelig geworden, viel mehr eigentlich, als wenn man nach draußen geguckt hat. Ja, und jetzt sind wir oben und schauen mal über alles drüber. Wir schauen jetzt über Pudong, über den Fernsehturm, auf die historische Altstadt und da sieht man, überall wachsen auch dort die Hochhäuser nach oben. Und dazwischen sind wieder niedrige Viertel, das sind die Altstadtzonen. Und auf dem Fluss, da fahren dann die Schiffe mit Musik und mit Beleuchtung. Und die Hochhäuser, die man da baut, die sind sowas von skurril zum Teil, hier mit vergoldeten, ja, osmanischen Kuppeln. Und hier kann man nochmal so ahnen, wie so die kleinen Wohngebiete so umgrenzt werden von den Hochhäusern. Witzig aus meiner Sicht, man baut in Griechisch. Was wir rechts sehen, das ist eine griechische Tempelfassade aufeinander gestapelt, ich weiß nicht wie oft. Ja, so wie die alten Griechen, also die alte griechische Tempelbauweise, das wird hier zu hundertfach dann gestapelt. Ich habe dann in meiner Vorlesung drauf die Architekten angesprochen, habe gesagt, wenn ich so einen Vorschlag gemacht hätte in meinem Studium, der Professor hätte mich an die Wand gekreuzigt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir waren, also die Stadtverwaltung, die Stadtbeamten war auch ganz und gar dagegen. Aber der Investor hat gesagt, so oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, das war bestimmt seine Frau, der hat es gefallen. Ja, und so bauen die Chinesen neu. Das ist ein Neubau aus privater Hand. Und so stehen die auf der ganzen Gegend rum, die Bauern, wenn die bauen. Dann habe ich auch gehört, in China besteht eine Wärmedämmvorschrift für Neubauten oder auch für Altbauten. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, wie gibt es das? Ich fahre da überall da rum und nirgendwo wird Wärme gedämmt. Sagt er, ja, da gibt es zwar die Vorschrift, aber es gibt kein Landratsamt. Die Bauern, die Leute auf dem Land, die bauen gerade, wie sie lustig sind, ohne Bauantrag, ohne Baubehörde, einfach was sie sich leisten können und was der Baumeister sich ausdenkt oder Architekt, das wird gebaut. Da können die Vorschriften erlassen in Peking, wie sie lustig sind. Und dann habe ich gesagt, das ist doch das Land der Freiheit, weil in Deutschland wird es jetzt nicht so einfach gehen. Machen wir auch trotzdem, gibt es ja Schwarzbauten und so, aber das wird ja zum Teil bis zum Abbruch dann verfolgt. Sagt er, ja, das ist eben, wir fühlen uns eigentlich sehr frei in unserem Land alle, obwohl den Bauern gehört nicht mal das Land, auf dem er baut. Aber seine Familie lebt da seit 1000 Jahren und niemand nimmt es ihm weg. Und er hat sein Haus, aber nicht sein Boden. Das ist der Kommunismus. Und die Grundstücke in der Stadt, die werden dann staatlicherseits an Entwickler abgegeben
zur Nutzung, was weiß ich, wie lange, vielleicht 99 Jahre Erbpacht, keine Ahnung. Und dann bauen die gerade, wie sie lustig sind oder wie die Frau sich das ausdenkt. Und das Stadtbauamt kann sagen, was sie wollen. Also es ist für mich sehr überraschend gewesen, weil man hat gedacht, naja, China, da sind die alle unter der Knute und werden durchregiert und überall passt die Polizei gescheit auf. Also nix, nix. Das ist schon interessant, war mir vollkommen unbekannt, dass es so läuft. Und mein Freund, der hat keinen Grund, da mir was irgendwie vorzuschwindeln oder was. Also das konnte man glauben. Ja, Pudong bei Nacht, nur eine Impression. Dann haben sie ihre alten Viertel, das ist Cité Bourgogne, das heißt die Stadt Burgund oder das Stadtviertel Burgund. Und genauso hat es ausgesehen. Ich habe ständig gedacht, ich bin in Frankreich, ich fahre ja gerne nach Frankreich. Die Platanen, Alleen, dann innen drin wunderschöne kleine Viertel, wo die Leute gemütlich leben, Privatleute, seit Generationen. Und ich bin dann zum Beispiel zu einer Dame, die da hinter dem Motorradfahrer war, die auf der Straße gesessen, auf dem Plätzchen und hat gestrickt und neben ihr der Mann hat Zeitung gelesen, war noch ein Bekannter von sonst wo da. Und dann habe ich zum Professor, der mich begleitet hat, gesagt, ich möchte mal mit der Frau sprechen, wie es ihr so geht. Und dann habe ich die interviewt mit seiner Hilfe und gesagt, ja, wie geht's, wie steht's und wie fühlt sie sich da und kennt sie alle Leute und wie lange ist sie da? Also seit Generationen wohnen die da, sie fühlt sich blendend. Ich sage, wie ist das im Sommer? Ist nicht so heiß? Nein, das sind ja alles schöne Altbauten, massive Wände. Sie fühlt sich wohl, Sommer und Winter, kein Problem. Und sie kennt auch natürlich, wo sie zum Friseur geht und wo sie die frischen Nudeln oder das Reis kriegt. Alles kennt sich aus. Und dann die Frage ist, wie kann man solche Altstadtviertel erhalten? Mit den Nutzern, gegen die Nutzer, wie auch immer. Und dann haben die immer gesagt, die Leute wollen alle raus, meine Professorenkollegen. Und da habe ich die Frau gefragt, wie ist es, wenn man ihnen jetzt in der Vorstadt ein Gebäude, also eine Wohnung anbietet, wollen sie raus? Und da hat sie glückliche Augen gesagt, sofort, sofort. Hätte die alles verlassen, ihr ganzes Wohnumfeld, wo sie familiär seit immer schon wohnt. Und da habe ich mich gewundert, ja warum? Und da hat der Professor mir das erklärt. Das Geld drückt ja auf die Altstadt oder auf den ganzen Stadtregion. Und die wollen da riesige Türme bauen, weil das funktioniert und da kann man viel Geld verdienen durch Vermietung. Ne? Und da geben die diesen Leuten immense Summen, das ist wie Lottogewinn, und dann kriegen sie eine vielleicht dreimal so große Wohnung in der Vorstadt. Und die Vorstadt sieht so aus, so müsst ihr euch das vorstellen, Hochhäuser bis an den letzten Stadtrand, lauter Wohnghettos, ja, aber halt neu gebaut, mit Zentralheizung oder jedenfalls mit der Technik, die man heute hat. Und die Altstadtbewohner, die wollen doch nicht in ihrer Altstadt gemütlich bleiben. Nein, wollen alle raus und lassen sich da rausbezahlen. Und dieser Druck lastet nun auf der historischen Altstadt. Ob man es jetzt historisch nennen will, das ist ein 20er, 30er Jahre Gebäude, die meisten. Aber das ist dieser Verdrängungsdruck, der da draufsteht. So viel mal zu diesem Thema. Ja, es ist... Das ist jetzt ein Viertel, das ist restauriert worden, da wohnt niemand mehr, normales.
sondern das ist dann schon Shopping Mall und Touristencenter und hier eine Galerie und da ein Andenkenladen und. Rein touristisch, aber die meisten Touristen sind Chinesen, kommen von tausenden Kilometern, wollen sich Shanghai angucken, rennen dann da durch und man weiß nicht, geht vorwärts oder rückwärts. So machen sie es dann aus ihren Altstädten. Dann gehen wir vom Band ein paar Meter weiter und kommen zu dem alten Yue Garden. Das ist die berühmteste Sehenswürdigkeit in Shanghai und ist einfach ein historischer Garten mit vielen Gartengebäuden, mit Residenzen da drin, ummauert. Ein unglaubliches Quartier. So die Torsituation, eine von vielen. Gegenüber hat man schon im chinesischen Stil dann so Einkaufstempel gebaut. So kommt man rein in eine Art von Innenquartier. Welcome to Yuyuan Old Street. Aber relativ alles neu gebaut natürlich. Aber schön im alten Stil und man fühlt sich eigentlich angenehm. Und dann kommt man auf einen Platz mit riesigen Wasserbecken, mit Teich. Und das ist jetzt McDonald's und Kentucky Fried Chicken und irgendwelche Restaurants gegenüber vom Yue Garden. Und da tummeln sich dann alle. Ist also ständig überfüllt. Und hier stehen sie dann an, um in diesen Yue Garden einzutreten. Hier ist wiederum historisch. Das sind wirklich alte Gebäude, restauriert zum Teil. Hier kommt man dann rein und dann kommt ein solches Gebäude nach dem anderen. Das sind die alten Wohngebäude, wo man auch repräsentiert hat und wo eben die Adeligen ihre Empfänge gegeben haben und auch gewohnt haben und um sich herum eine Gartenparklandschaft entwickelt. Ja, es ist wunderschöne Schmuckskulpturen auf den Dächern. Das ist ganz typisch. Das haben wir auch an verschiedenen historischen Gebäuden an anderen Orten gefunden. So sieht es klassisch innen drin aus, so eine Art von Audienzsaal. Zum Teil gibt es Obergeschosse, nur mal so. Ja, und da ist mein Freund, der Fischer, auf dem Dach. Und es gelingt ihm, einen dicken Karpfen aus den Dachziegeln rauszuziehen. Der göttliche Drache passt drüber auf. Es ist einfach zauberhaft, muss ich sagen. Man hätte Wochen da drin verbringen können. Wir sind natürlich nur durchgerannt. Ein riesiges Gelände mittendrin. Dann diese künstlichen Felsen. Ja, da wird geklettert, kann man durchgehen. Das kannte ich bisher nur aus Abbildungen aus dem 16. Jahrhundert, aus China. Da haben die dann geschrieben, ah, die haben so künstliche Felsen. Und dann haben die in der europäischen Gartenkultur auch angefangen, künstliche Felsen zu bauen. Das Vorbild ist hier. Und ich habe das natürlich das erste Mal live gesehen. Ich war begeistert. Ist ja nur ein kleiner Einblick. Ja, dann diese typischen Eingänge, sehr hohe Geschosse unten. Ja, müsst ihr euch vorstellen, es ist traumhaft. Man kann da Lust wandeln und obwohl da Hunderte und Tausende sind, man fühlt sich sehr wohl da drin. Es ist einfach ganz tolle Gartenarchitektur. Man sieht, die Leute rennen hin und rennen her. Ja. Die Fußböden, ganz penibel, rausgekieselt, Muster, Tiere, Geometrien, unheimlich liebevoll gemacht. Ja, dann wird immer so ein bisschen skurril um die Ecke gebaut, es entstehen Durchblicke, man fotografiert sich, also die Chinesen sind so, also jeder rennt nur mit dem Handy, glaube ich, nicht zum Telefonieren, sondern nur zum Selfie und Fotografieren. Ja, diese typischen Durchblicke. Und hier kommen wir nun in eine Stadt, etwa 100 noch was Kilometer weg. Das ist Suzhou, Venedig, der Shanghaier Gegend. Eine reine Wasserstadt, die Pagode, das ist eine moderne Brücke dann, die ist aber auch schon über 50 Jahre alt. Dann kommt man zum Eingangsportal. Diese typischen Architekturen. War ein bisschen nass, hat geregnet. Man wird empfangen von einem Shop am anderen und dann innen drin ist das so die klassische Situation. Ah, das war Shoshang, glaube ich. Ja, Brückchen, Gondolieres, traumhaft. Hat ein bisschen geregnet am Anfang, später ist das Wetter besser geworden. Die Leute waschen da ihre Wäsche unten. Ja, es ist Romantik hoch 10, sage ich mal.
Es war traumhaft, dort zu Lust wandeln. Und den Chinesen ging es genauso. Wir waren sehr früh dort, schon um 9 Uhr. Da war das haben wir absichtlich gemacht. Wir sind oft schon um 6.45 Uhr sind wir abgedüst aus Shanghai, um dann irgendwie die Orte richtig früh zu erreichen. Die singen dann dabei chinesische Volkslieder. Es ist nicht zu fassen. Also, man steht mit offenem Mund und schaut, wie die das machen, die Chinesen. Und sind eigentlich zu 99% sind es chinesische Touristen. Ich meine, die haben genug. Ja, und hier ist mal auch wieder so eine Eingangssituation an einem Tempel oder an einem Gartenportal. Und da sieht man, das ist zerstört. Die Köpfe sind abgeschlagen. Das ist so wie in Frankreich an den romanischen und gotischen Portalen, wo die Revolution dann gewütet hat. Und gerade am Land war natürlich die Not am größten und die Wut auch am höchsten auf die reichen Leute von diesen Bauern, die dann aufgehetzt waren. Und dort haben sie natürlich dann auch die Zerstörung ihres eigenen Kulturguts dann als besonders ja, gut empfunden und haben dann zugeschlagen. Ja, und hier rennt man rum, alles mit Stroh gedeckt oder Gräsern. Die Durchblicke, die Wege. Das war Suzhou jetzt. Da führt man auch die Politiker hin, wenn die nach Shanghai kommen. Das ist also ein sehr beliebter Ort, um Touristen, also auch hochrangige Touristen da zu führen. Gartenlandschaft, Gartenlandschaft, dazwischen die Gondolieres. Es war eine wunderschöne Zeit natürlich, kurz vor Ostern. Dort war also wirklich die Blütenpracht ausgebrochen. So rennen die dann durch die Städtchen. Dieser Blick. Ich habe ihn auch gezeichnet. Und zwar hier. Und sofort kommen alle Touristen und fotografieren mir dann die Bilder aus dem noch nicht fertigen Skizzenbuch dann. Ja, das ist nochmal mein Yongchi mit seiner Frau. Da
dann kommen wir zum Thema Religionsgeschichte. Die Europäer haben im 16. Jahrhundert durch eine China-Mission der Jesuiten dort Fuß gefasst. Und wir sehen hier den Guang Qi, der war ein Schüler von Matteo Ricci, einem italienischen Jesuiten. Und der wurde dort in Astronomie und in verschiedenen Künsten ausgebildet und hat es dann nach China transportiert, hat dann die Sprache den Jesuiten beigebracht und ist ihr Schüler geworden. Und er ist an dieser Stelle begraben und es gibt dort ein Denkmal und ein Museum. Und in diesem Museum sehen wir dann rechts diesen blau gekleideten Herrn, das ist Johann Adam Schall von Bell, dessen Nachfahren ich persönlich kenne, dessen Ring getragen hat. Und das war einer der zweiten Generation der Jesuiten, der dann dort mitgeholfen hat, das Hofastronomieamt in Peking zu erobern gegen die muslimischen Astronomen. Und das ist sehr interessant, diese Geschichte der Astronomie. Es ging darum, wer kann die nächste Sonnenfinsternis genauer vorhersagen. Und dadurch, dass die Jesuiten mit Sternentabellen von einem gewissen Clavius, einem Jesuiten aus Bamberg, ausgerüstet waren, konnten sie ganz exakt sagen, am nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Und dann ist es geschehen und damit haben sie die muslimischen Wissenschaftler vom Hofastronomieamt verdrängt und haben 100 Jahre lang waren sie praktisch direkt neben dem Kaiser die wichtigsten Leute am Hof. Das hat natürlich viele Neider gebracht, zum Schluss sind sie rausgeschmissen worden. Aber die Jesuiten, die haben sich chinesisch gekleidet, chinesisch gegeben, chinesisch gesprochen und haben auch das finanziert aus Rom durch die zentrale Station. Und das ist eine unheimlich interessante Geschichte insgesamt. Ich will hier nur ganz kurz das erwähnen. Meine Freunde haben von diesen Dingen eigentlich nichts gewusst. Und das war dann auch der Tag, wo wir frei hatten. Da bin ich diesen Dingen danach gegangen. Ein bisschen mehr so das Religiöse und die Geschichte. Hier ist dann die Jesuitenkirche aus dem 19. Jahrhundert. Die gehört französischen Jesuiten. Fotografieren verboten. Ich habe es trotzdem gemacht. Es war der Karfreitag. Deswegen sieht man vorne so einen blauen Zipfel. Da wurden dann alle Altarfiguren überdeckt, ja, so katholisch. Das ist der letzte Rest der Stadtmauer von Shanghai. Dahinter sieht man ein Tempeldach. Jetzt kommen wir ein bisschen auf das Thema Tempel. Ja, hier drei Damen vor dem Tempel. Hinten ein großer Tempel in Suzhou. Wir sehen vor dem Tempel so kleine dunkle Gebäude, das sind die Räucherhäuschen. Da werden dann die Räucherstäbchen und Räucherwerk geopfert und da ist also ständig Weihrauch, Spenden da drin. Man zahlt ein paar Pfennig Eintritt und dann kommt man rein. Das ist auch so eine Weihrauch-Räuchereinrichtung, Türmchen. Kommt man rein an den Hauptaltar, kann da opfern und rechts und links davon sind hinter Glas, ich sag mal, die 27 Heiligen aufgeführt. Das ist also auch bei den Chinesen so, es gibt für alles und jedes einen separaten Heiligen. Und das ist schon interessant, weil unsere Heiligen, in 14 Heiligen, ihr werdet sie, denke ich, alle kennen, manche tragen den Kopf unterm Arm, also so ähnlich ist bei denen auch. Sowas von skurril, wie diese Heiligen dann aussehen, zum Teil erschreckend, zum Teil liebenswürdig.
und jeder ist zuständig, einer für Zahnschmerz links, Zahnschmerz rechts, Kopfschmerz, Liebe, Prüfungen, das waren die wichtigsten, die kriegen am meisten geopfert für Prüfungen. Man muss sich vorstellen, dass dieses konfuzianische System ist bei denen noch vorhanden, wo eben über Disziplin und Bildung und Prüfungen wird eben ausgesiebt bis zum geht nicht mehr. Mein Freund ist aus 100.000 ausgewählt worden, um nach Deutschland ein Studienstipendium zu kriegen. Kann man sich vorstellen. Und in diesen Tempeln die größten Opferquadratmeter, das sind einfach diese Prüfungsgötter. Ich kann die Namen, habe ich mir nicht gemerkt. Wir hatten leider auch keine Begleitung, die sich da ein bisschen ausgekannt hätte. Das mussten wir uns ein bisschen aus Führern und aus dem Internet selber ein bisschen informieren. Hier sehen wir zum Beispiel eine riesige Wand mit lauter rechts sehen wir dann so lauter so Boxen. Da kann man sein Geld dann reintun. Da tut man sich privat in diesem Tempel so ein Eck dann kaufen und opfert dann persönlich an so einem kleinen Ding sein Geld. Und das ist sehr witzig. Also ich habe sehr stark an Katholizismus auch denken müssen, wo man so auch letztlich seine Privatbeziehung hat zu einem spezifischen Heiligen, so der die Fürbitte dann leistet. Ihr kennt es mit den Votivgaben und wo man in Bücher reinschreibt, was man sich jetzt so wünscht, das machen die auch so. Hier ist einer mit dem Feuerrad, also unheimlich bunt und Prunk und Pracht und ist, sag mal, für einen Außenstehenden schon auch ähnlich wie in einer Rokoko-Kirche von den Katholiken. Es ist beeindruckend, es glänzt, es ist bunt und ja. Ja, in einer anderen Tempelanlage hat man so eine Art von Grotto gebaut, wo die ganzen Brüder dann nebeneinander so ein Grottendasein führen. Der Rechte, dem wachsen Hände aus den Augen. Ich weiß, wahrscheinlich ist er fürs Augenlicht zuständig. Ja, also es ist sehr exotisch, um es mal so zu sagen. Ja. Ja, zurück die Shops. Wie kaufen die Chinesen ein? Also überall ist Shop, überall. Das ist schon auch, gerade auch an den Hochhäusern um die Ecken rum, du kannst überall einkaufen. Und man kann auch alles kaufen, es ist sauber, es ist reinlich. Wir haben da auch überall zugelangt, also meistens Nahrungsmittel, was man sich zwischendurch mal gekauft hat, Obstläden. Das ist, und dann sind es oft so kleine, schmale Dinge, vom Motorrad bis, was weiß ich, Dampfnudeln. Wie heißt die Währung? Renminbi. Yuan, haben wir gesagt, Yuan. Yuan. Aber Renminbi. RMB wird es abgekürzt international, aber die sagen Yuan dazu. Aber man sagt Yuan. Ja, und dann so die touristischen Sachen. An allen wichtigen Stellen ist klar, da sind kilometerweise Devotionalien für Touristen. Ich finde, es war günstig. Also U-Bahn war günstig, Eisenbahn war günstig. Auch wenn wir im Restaurant waren, man konnte natürlich, es gibt in Shanghai eine Suite, die kostet in der Nacht 14.000 Dollar oder was. Es gibt alles. Und ich habe am Anfang auch gedacht, auweia, wie wird es mit dem Geld? Also es ist überhaupt kein Problem. Man kann schon im Internet auch günstig sich unterbringen. Und vor Ort, es ist wirklich nicht eine Geldschneiderei, die sind ehrlich. Wir haben auch beim Rausgeben, wir haben niemals den Versuch gespürt, dass man uns übers Ohr hauen will. Ja. Es gab eine einzige Sache, wir sind mal Rikscha gefahren und da haben sie sich dann mit der Preisabsprache, da haben sie sich dann nicht dran gehalten, wollten sie mehr kassieren und haben es probiert und haben halt gedacht, naja, ich meine, die haben wirklich schwer gearbeitet, wir sind vielleicht 2 Kilometer gefahren worden, zu zweit auf so einer Fahrradrikscha und da haben wir dann gesagt, jetzt wollen wir mal nicht so sein. Aber das war das Einzige, wo eine Preisabsprache nicht klar war und die hat ja auch unsere Führerin gemacht für uns, nicht wir selber konnten das ja gar nicht, weil wir nicht Chinesisch sprechen und die war da nicht dabei. Und dann haben sie dann die Chance genommen. Ansonsten war es überall gepflegt, freundlich, die Leute, es ist irgendwie Land des Lächelns, ja, das kann man so sagen. Es war sehr angenehm, wir haben keine schlechten Erlebnisse gehabt. Hier wird verkauft, links da diese, ja,
Ocarinas und irgendwelche Porzellan und dann die goldenen Glückskatzen da, die immer so Glück zuwedeln. Rechts, das sind Natursteine, die werden geschnitten und kommt ein Stempel drauf. Und da kann man seinen Namen, we can carve your name in 5 minutes, wir können deinen Namen da in 5 Minuten reinschnitzen. Wir haben das gemacht, die Petra und ich, die nehmen ein scharfes Messer und tun diesen Speckstein oder auch Alabaster, was es ist, die schneiden den in einer unglaublichen Präzision, gehen in die Knie und schneiden einen ganz komplizierten Buchstaben da rein oder 2 Buchstaben. Also ich war fasziniert. Richtiges Handwerk. Und das muss man auch sagen, sie verkaufen eigentlich keinen Schrott. Ja, es ist nicht so billig Vietnamesenmarkt oder was, sondern es ist wirklich Handwerksware von Top-Leuten, die das auch an Ort und Stelle produzieren, Kamm, Sägen und Sticken und also malen, zeichnen, drucken, unglaublich. Also sehr handwerklich noch geprägt und man hat sich eigentlich gefreut, in jeden Laden mal reinzugucken, was die jetzt da können. Auch wenn das oft gleiche Art von Ware war, aber Stoffe, einfach spannend, sich das anzugucken. So, jetzt sind wir praktisch am Abschluss. Das ist noch ein Wort ganz am Ende. Ich habe in keinem Land der Welt so saubere Toiletten gefunden, öffentliche Toiletten. Man muss sich vorstellen, in Shanghai alle 500 Meter mindestens ein blaues, wie ein Autobahnschild, Toilette mit Signet, Mann und Frau. Dann geht man in irgendeinen Hinterhof und denkt, oh, weia, wie wird denn das werden? Da steht da ein Tempel, mitten so im Gefährt mit alten Häusern. Dann geht man rein und das ist mein Tipp, wenn einer mal von uns Männern nach China kommt, immer vorher um die Ecke gucken, weil meistens steht schon die Frauenputz da in der Männertoilette und die huscht dann natürlich schnell raus und man kann sein Geschäft verrichten. Das ist eine dermaßen gepflegte Sauberkeit, wie man sich's, also ich sag mal auf oberem Hotelniveau in Deutschland. Ja, unglaublich sauberes Land. Und dann, ja, hier hat man mich beim Zeichnen erwischt, in einem ehemaligen Schlachthof. Wir gucken über 5 Geschosse, wo man dann die Ochsen hochgetrieben hat zum Schlachten. Da seht ihr schon meinen Stempel auch im Bild. Dann dieses Pudong, dann ein Tempel von innen und so eine wüste Gartenanlage. Das wird natürlich mein nächster Kalender. Das ist mein letztes Bild. Auf der Strecke, Fahrt nach China, es lohnt sich. Ich fahre gern wieder hin, kann es jedem nur empfehlen. Es ist günstig, es ist sicher, es ist sauber und es schmeckt gut. Wobei als Franke, und das sage ich jetzt in Klammern, sage ich noch, welchem Essen braucht man nicht hinzufahren, aber der Rest ist super. Jemand irgendeine Frage? Ja, wie ist das mit den Armenvierteln? Da weiß niemand was. Also die Armenviertel, wir haben ja die ganze Stadt gesehen. Das ist auch eine gute Frage. Es gibt natürlich Leute, die in engeren Verhältnissen wohnen. Und deswegen habe ich ja bewusst in diesem Altstadtviertel, das war kein aufgepepptes, habe ich dann versucht, mit ganz normalen Leuten zu sprechen. Und die waren da wirklich. Man hat nicht das Gefühl gehabt, denen geht es schlecht. Ja? Die haben draußen gelebt und haben freundlich reagiert und so weiter. Wir haben 2-mal Bettler gesehen, nur 2-mal in dieser Stadt. Und die haben rumgebettelt, das eine in diesem Yu Garden und ist von Tisch zu Tisch und niemand hat sie vertrieben. Die hat zum Teil hat sie die Getränkereste ausgetrunken. Also sowas haben wir auch gesehen. 2-mal in den 10 Tagen, wir waren ja überall Tag und Nacht unterwegs. Aber was auch auffällig ist, wir sind ja wirklich breit rumgekommen, in Vorstädten, in außerhalb von Städten, also in so Vorstädten, 100 Kilometer weg, in allen Ecken und Kanten. Ich bin bewusst auch in die Hinterhöfe gegangen, ja, wo man sagt, da ist jetzt nicht der Touristenstrom, da wohnen die Leute. Ja, da waren die vor dem Haus, haben sich die Haare geschnitten, waren da gesessen und haben einfach ganz locker, wie man es vielleicht von der Türkei her kennt, also schon außen betont, da waren Häuser, da waren dann die Waschbeckenanlagen und Plumpsklo auf dem Hof und so haben die gelebt, also es war halt nicht jetzt Luxusstandard.
Man hat kein einziges Graffiti irgendwo gesehen, auch nicht an versteckten Ecken. Also es war für mich sowas von überraschend. Eine Großstadt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich war in Teheran, das hat 12 Millionen, Shanghai hat 32 Millionen, unfassbar groß, unheimlich viel los. Die Straßen 6-8-spurig. Man kann als Ausländer, findet man jetzt die Stellen nicht in Shanghai, sage ich mal. Ich glaube, es ist auch anders, wenn man so ganz aufs Bauernland kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie eingeschüchtert uns gegenüber. Wir konnten ja mit Studenten und mit Professoren kommunizieren. Die haben nicht rumgejammert, sage ich mal. Das hätten sie zu uns machen können. Der Kollege, mein Freund hat gesagt, was am meisten ihn bedrückt, ist die Tradition. Tradition. Weil er ist Architekt und er will bauen. Und diese chinesische Kulturtradition, die ist ja tausende Jahre angeblich alt, sagt, das ist das, was ihn bedrückt. Aber über die politische Seite hätte er mit mir sprechen können, hat er ja auch hier in Deutschland gekonnt. Er musste nicht zurück, er hat gesagt, es hat sich so zum Vorteil verändert. Alle Freunde haben zu ihm gesagt, du bist verrückt, dass du hier aus dem Top-Job, der hat einen Top-Job gehabt in München, in einem großen Professorenbüro, er ist zurück, nicht wegen seiner Mutter, die lebt 2000 Kilometer weiter weg, die sieht er einmal im Jahr vielleicht, sondern wegen den Entwicklungschancen dort. Also ich kann das nicht bestätigen, ich hab ja manchmal schon erzählt, ich kann nicht bestätigen, dass die Leute dort irgendwo leiden, die ich sehen und erleben konnte. Man hat Straßenfeger gesehen. Ich habe meinen Freund gefragt, was ist mit den armen Leuten, mit den Bettlern? Sagt er, es gibt fast keine. Sag ich, ja warum? Sagt er, wir haben so viel Arbeit überall und das hat sich auch bestätigt. Da gibt es zum Beispiel für jedes Straßeneck gibt's einen einzelnen Straßenfeger. Der ist verantwortlich, dass sein Quartier sauber ist, deswegen ist es so sauber. Und wenn er den Job nicht macht, dann kommt der Nächste, so ungefähr. Also es ist sicher ein gewisser Druck. Ich habe dann so zum Spaß gesagt, wenn man sich jetzt mal die Chinesen so insgesamt überspitzt charakterisieren wollte, sage ich, das sind eigentlich preußische Calvinisten. Die sind sowas von zukunftsorientiert und geschäftig und schaffen bis nachts um 10 sind die Shops da, sind die Kinder schon dabei und schaffen mit. Die wollen nach vorne kommen und wenn wir mit den Studentinnen, die haben ja offen mit uns gesprochen, wenn wir mit denen sprechen, dann sagen sie, jeder ist selbstverantwortlich, jeder muss schauen, wo er bleibt, jeder muss fleißig sein, dann geht es uns allen besser. Wir haben eine getroffen, die hat gesagt, ich bin Kommunistin. Das war eine ganz riesen Ausnahme, die hat bedient in diesem mehr internationalen Bistro. Habe ich gesagt, warum bist du Kommunistin? Weißt du nichts von den Verbrechen des Kommunismus? Auch in China sagt sie, ja, aber wir müssen das jetzt alles anders machen und wir wollen Gerechtigkeit für alle. So ungefähr, ein bisschen ein junges Mädchen, ja, 21 vielleicht. Also immer noch dieser alten Theorie vielleicht anhängen. Die anderen waren sich oft gegen den Kommunismus als Staatsräson ausgesprochen. Aber das hat nicht bedeutet, dass sie gesagt haben, wir müssen die bekämpfen oder was, sondern die sagen, jeder muss schauen, wo er bleibt. Sind, ja, und mein Freund sagt auch, sie sind ziemlich Mainstream. Sie machen das, was alle machen, was der Professor sagt. Die glauben an Hierarchie, deswegen sage ich preußische Calvinisten. Ja, also da ist schon Hierarchie stark spürbar, aber es ist nicht die Knute dazu, sondern es ist bei denen ganz wohl alte konfuzianische Kulturtradition, dass sie halt sagen, das ist der vorgeschriebene Weg, den muss ich gehen. Ja, das ist ganz anders, als wir das kennen. Keine Zukunftsangst. Ich habe die gefragt, glaubt ihr an die globale Erwärmung und so? Da haben sie alle dran geglaubt und gesagt, was machst du dagegen? Nix. Also so stark scheint der Glaube nicht zu sein. Dann habe ich gesagt, wer ist euer Vorbild kulturell? Amerika. Habe ich gesagt, seid ihr verrückt? Das sind doch eure größten Feinde. Ja, Amerika, Amerika, das wär's. Da waren wir platt. Also das hat uns stark überrascht. Das hätten wir nicht gedacht. So viel mal vielleicht zu diesen persönlichen Hintergründen. Noch eine Frage? Ich habe auch andere China-Reisende also kennengelernt und die haben das nicht anders gesehen. Es ist, glaube ich, bei uns ein sehr stark vereinfachtes
Modell, was die Medien transportieren. Man muss es einfach selbst erleben. Vielleicht ist es in Peking ganz anders oder auf dem Land. Vielleicht kriege ich es nochmal raus. Jedenfalls für uns war Shanghai super. Noch Fragen? Irgendwas im Detail? Ich kann sagen, es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.